Ja, im Rahmen unserer Reihe Georisiken sind wir heute im Lehrstuhl für Ingenieurgeologie und Hydrogeologie bei Dr. Anja Dufresne. Und ja, Sie erklären uns heute etwas zum Thema Massenbewegungen. Welche Arten gibt es und wie entstehen sie? Ja, Massenbewegungen gibt es eine ganze Bandbreite. Es gibt alles von sehr kleinen Erdrutschen, die man auch an Deichhängen zum Beispiel sehen kann, bis hin zu sehr großen Bergstürzen, wie wir jetzt am Piz Schengerlo in der Schweiz gesehen haben, wo es dann um mehrere 10er Millionen Kubikmeter an festen Gesteinen geht. Sie unterscheiden sich hauptsächlich dadurch, dass, also im Material zum einen, zum Beispiel einfach nur von Erde bis hin zu Gestein kann alles dabei sein. Und der Anteil an Wasser ist auch sehr wichtig, weil es gibt dann die Murgänge, die oft Probleme bereiten nach starken Regenereignissen. Murgänge sind ein Gemisch von festem Material, so wie Erde und Gestein, mit Wasser. Und der Unterschied zu einem Bergsturz ist, dass eben das Wasser der Hauptträger des Materials ist. Und die treten hauptsächlich nach zum Beispiel sehr starken Regenfällen auf oder auch nach Gletscherschmelzen oder den Schneeschmelzen im Frühjahr. Und wo genau können Massenbewegungen vorkommen? Die ganz großen Massenbewegungen natürlich hauptsächlich dort, wo wir große Hänge haben, also im Hochgebirge, aber auch zum Beispiel entlang des Rheins, der Mosel, gibt es auch Massenbewegungen, dort hauptsächlich Murgänge, aber auch größere Rutschungen, wo eben der ganze Hang sich entweder sehr langsam bewegt. Momentan bewegen sich die Hänge eher langsam in einigen Regionen, aber es kann eben auch zu sehr schnellen Abbrüchen von großen Materialmengen kommen. Wodurch werden Massenbewegungen ausgelöst? Da gibt es eine ganze Reihe an Auslösern, zum Beispiel, was ich bei den Murgängen schon erwähnt habe, starke Niederschläge, aber eben auch Erdbeben sind häufige Auslöser. Manchmal kann das aber auch vorkommen, dass ein Hang einfach über die Zeit sehr instabil wird und es gar keinen genauen Auslöser gibt, sondern einfach sehr viel, sei es Hintergrundseismizität oder Erosion oder langanhaltende Regenfälle, dass der Hang einfach von selber quasi instabil wird. Gibt es denn Frühwarnsysteme, um eben Massenbewegungen vorhersagen zu können? Da gibt es eine ganze Reihe. Die werden zum Teil auch angewendet, je nachdem, ob ein Gebiet identifiziert wurde, dass es halt anfällig ist für Massenbewegungen. Da gibt es verschiedene Sensoren. Es gibt auch satellitengestützte Verfahren, wo man über einen gewissen Zeitraum sich die Hangbewegung anguckt. Und wenn jetzt eine Warnung rausgegangen ist oder wenn generell die Gefahr besteht, wie kann man sich davor schützen? Das Beste ist natürlich gar nicht in dieser Region zu bauen. ansonsten bei ganz großen Massenbewegungen, wo wir wirklich von 10er Millionen Kubikmetern sprechen, kann man einfach nur evakuieren. Bei kleineren Ereignissen kann man schon mit Ankern oder Steinschlagnetzen, Murgangnetzen den größten Teil des Volumens auch aufhalten oder verlangsamen. Ja, Frau Dufresne, vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön.